Watch Dogs. Wir spielen Watch Dogs gegeneinander, Multiplayer. Michael an der PlayStation, ich an mein iPhone. Mit der coolen Watch Dogs App soll es ja möglich sein, dass ich mich in sein Spiel reinhacke und dich ein bisschen nerve. Mhm. Und Spiel ist gestartet. Wir haben uns bei Uplay geaddet. Ich starte die App. So, ich sehe dich hier auf der Karte. Wie wunderschön du bist. Deswegen starte ich jetzt einfach mal. Ich klicke hier auf Spielen. Ich habe jetzt hier eine wunderschöne Auswahl an Rennen oder Spritztouren, die ich auswählen kann. Ich nehme mal hier was mit Parker Square. Klingt zumindest nach Stadt. Ich lade dich ein. Du müsstest jetzt hoffentlich dann irgendwie einen Anruf kriegen, irgendwas. Ne. Okay. Nee. Machen wir noch mal kurz. Ich sehe dich hier spielen. Nehmen wir hier mal. Rennen. Ich lade dich ein. Musst du im Auto sitzen vielleicht dafür? Hm. Saßt du sonst, glaube ich, im Auto, oder? Ich habe jetzt nee. Kommt. Ah. Nee. Ja. Kommt das? Ja, ha. Mobile Herausforderung. Einmal annehmen. So. Deine Aufgabe ist es, im Rennen alle Checkpoints abzufahren. Ja. Ich kreise als Helikopter über dir. Meine Aufgabe ist es, dich daran zu hindern. Dafür kann ich Einheiten platzieren, also Polizeifahrzeuge, ja, die dich verfolgen. Oder ich kann natürlich auch Dinge hacken, wie Ampeln und so weiter und so fort. Okay, geht los. Ja, geht los. Ich muss jetzt erstmal sehen, wo bist du? Hier bin ich. So, mit diesem Tab hier kann ich... wo bist du denn? Alter, Walter. So, so, ich kann hier Geld einsammeln. Und wenn ich über dir fliege, schieße ich automatisch auf dich. Okay. Weil man jetzt dazu sagen muss, dass das Auto konnte ich mir nicht aussuchen. Also das wird scheinbar per Zufall gestellt. Könnte natürlich dann problematisch werden, falls ich mal in irgendeiner langen Krücke enden sollte. Kann ich eigentlich auch mittendrin jetzt das Auto wechseln, wenn ich das wollte? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ah, ich fahre erstmal weiter, der scheint recht flott zu sein. Oh! Scheiße. Das Dumme ist ein bisschen, ich kann scheinbar... Oh Mann! Kannst nicht fahren? Erstens kann ich nicht fahren. Zweitens kann ich scheinbar überhaupt gar keine Gegenmaßnahmen ergreifen. Ach, hast du keine freigeschaltet? Noch? Nee, ich bin hier natürlich noch relativ früh. Ach ja, Spiel. Dadurch, dass wir auf die Xbox-Version umsteigen mussten. Ja. Aber merkst du Ausführungen? Also ich habe zum Beispiel die Ampel gehackt, ich habe vorhin ein Tor geschlossen. Hast du das irgendwie ja, alles mitgekriegt? Ja, das habe ich gesehen. Zumindest das mit dem Tor. Wobei es natürlich noch... Das wäre vielleicht noch eine... Gegenmaßnahme, ob ich deine Hex auch wieder rückgängig machen kann. Ich habe irgendwelche Nägel aktiviert. Ah, scheiße, zu spät. Okay, jetzt halt gleich meine eigene Polizei aus. Jetzt ist auch der Zivilverkehr noch mein Feind. Ist er wirklich dein Feind, oder? Aber du steuerst jetzt keinen der Wagen aktiv. Nee, die verfolgen dich selber. Ja. Es gibt auch Upgrades für mich als Spieler. Also ich habe zum Beispiel schon bessere Autos gekriegt. Du müsstest da zum Beispiel ein paar Panzerwagen haben. Jetzt bin ich hier erstmal aussteigen. Und man kann wohl auch die KI upgraden, ja? Ich sehe dich da als kleinen laufenden Punkt. Schieß, schieß, schieß! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber es geht weiter, weil deine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Ah, okay. Du respawnst. Dann bin ich mal gespannt, was ich jetzt für ein Auto schon bekomme. Ich werde es dir nicht leicht machen. Ein
Weiter geht die lustige Hatz. Warte, jetzt muss ich dich erstmal wieder finden. 3, 2, jawohl. Okay. Jetzt habe ich hier. Da. Ich muss natürlich auch immer so ein bisschen was sehen, was ich hacken kann. Okay, das war jetzt klassische Selbstverarsche. Haben dich Autos gerammt? Ich habe eine Ampel gehackt. Aber die habe ich auch gehackt. Also hast du wahrscheinlich rückgängig gehackt. Ja, jedenfalls war Chaos. Das finde ich gut. Ja, kleiner Chaot. Eieiei, das ist aber echt nicht ohne. Auch wenn die KI sich da gerade ganz schön selbst über den Haufen fährt. Doch ganz schön aggressiv. Ich habe dir auch schon abgegradet. Ach so, ja. Ja, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das tatsächlich die Auswirkungen sind. Zu spät. Nur Glück gehabt. Okay. Komm, 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 Brücke! Oh! Wie soll ich denn da jetzt? Wo bist du? Aha. Okay, das Problem jetzt an der Brücke war natürlich, ich habe jetzt meine eigenen Polizeiautos weggenommen. Ah, das war echt super. Ja, das war jetzt natürlich sehr dumm von mir. Oh ja, der Hubschrauber ist immer noch in der Luft. Klar. Das ist ein Zivilist getötet. Ja, das bin ja auch ich, der Hubschrauber, ne? Ja, ja. Okay. Okay, die Steuerung hier ist okay, ein schon. Noch ein Checkpunkt. Ah, heck doch. Ich kann es ordentlich nicht mehr. Okay, scheiße. Oh, wie soll ich jetzt da hinkommen? Nein, los, haltet ihn auf! Los, komm. 18. Ah. Yes. Schade. Jetzt kriege ich hier Erfahrungspunkte. Du auch. Ich bekomme vor allen Dingen auch Bekanntheitsgradpunkte. Okay. Ja. Ja, du hast leider alle Checkpoints erreicht. Ich find's super. Sehr schön, probieren wir gleich nochmal. Ich suche diesmal eine schwerere Strecke. Ich bin unterwegs. Okay. Ah, jetzt hast du hier natürlich bla 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 bla. Ja, Aber so dein Kurzfazit dazwischen? Ja, durchaus spaßig und hektisch. Okay, was hat dich am meisten genervt von all den Sachen, die ich gemacht habe? Alles. Ja, die Bullen im Kollektiv sind schon wirklich eine harte Nummer. Also ich kann derzeit bis zu 4 auf dich hetzen. Einfach einen Polizeiwagen, ein stärker gepanzerter. Dann irgendwie den Panzerwagen und noch einen Panzerwagen, der sogar auf dich schießt. Okay. Kostet aber unterschiedliche Punkte. Ich warte jetzt, dass du hier mal fertig bist mit deinen Telefonaten. Ja. Und es ist halt eben sehr schwierig, den Wagen zu wechseln, wenn er dann mit irgendeinem Schrott ist. Also hier ist das Problem auf dem kleinen iPhone. Also wir haben jetzt bewusst iPhone genommen, weil in der Watch Dogs Welt gibt es ja keine Tablets und keine VR-Google-Brillen. Also auf dem iPhone ist es ein bisschen fummelig, weil der Radius meines Hubschraubers ist genauso groß wie der Bildschirm. Und da ist das Problem, dass, ich lade dich übrigens mal ein, das ist das Problem, ich kann Polizeiautos nur außerhalb des Radios setzen. Ah, ja. Das heißt, ne, wenn mein Radius so groß ist wie ein Bildschirm, muss ich erst irgendwie fummelig wegsteuern, muss dafür sorgen, dass ich nicht meinen Hubschrauber bewege, kann in der Zeit auch meinen Hubschrauber nicht bewegen, muss damit so einen Fingerstrich den Polizeiwagen platzieren. Ja. Und dadurch, dass ich da auch so wenig Übersicht habe, ist natürlich auch, vorhin ist mir passiert, ich hatte den Polizeiwagen War leider... ich mit dem Einladen, da kommt schon parallel. Die Bullen. Ja, okay. Die Polizei. Ja, das piepsen wir alles uns raus. Ja. So, Gedenkpromenade. Hatten wir gerade Gedenkpromenade? Ich weiß. Okay, bin ich mir nicht so sicher, machen wir hier mal Stadtentdecker. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen fummelig. Dieses Steuern, dieses Wischen. Ich hatte halt eben einen Polizeiwagen total völlig falsch zu dir platziert. Ja, aber jetzt. Schauen wir mal jetzt, was ich dir antun kann.
Aber das mit der Brücke, das fand ich sehr lustig. Ja, ich weniger. Aber ich habe mich ja selbst blockiert damit. So. Okay, also jetzt sitze ich in einem anderen Auto als eben. Ach, schade, jetzt ist auch ein bisschen Power zu haben. Oh, da bin ich gerade schön durchgekippt. Ach was? Wo bist du denn jetzt? Okay, jetzt bist du irgendwie unterirdisch, oder? Nee. Ich hab dich richtig gut veräppelt. Das war echt gut. Eine Patrouille wurde auf den Verdächtigen angesetzt. Aber du siehst auch auf der Karte, wo ich mich gerade befinde. Ja, ich sehe deinen Wagen und ich sehe auch die anderen Polizeiwagen. Und auch die Dinger, die ich halt eben hacken kann. Okay, da habe ich mich wieder tatsächlich selbst blockiert. Da muss ich tatsächlich mehr aufpassen. Ich habe gerade im eigenen Polizeiwagen gekillt. Wie hast du das gemacht? Ich habe die Brücke hochgemacht und der ist so runtergefallen. Jawohl! Nein! Okay, das sind also quasi meine Gegenmaßnahmen. Was denn? Ich habe jetzt die Ampel vor dir gehackt. Und dadurch hat der Verkehr einen der Polizeiwagen quasi für mich ausgeschaltet. Du bist ja gemein. Kann man auch irgendwie schieße ich auch gar nicht auf dich. Warum schieße ich nicht auf dich? Ich muss doch mehr auf dich schießen. Kleine Takedown-Szene. Stimmt, das mit dem Schießen, da hätte er sich... Ja, ich weiß auch nicht, warum. Okay, jetzt seid ihr irgendwie im Tunnel oder sowas, ne? Ja. Den habe ich mal umgelegt. Ah, jetzt schieße ich wieder. Fährst du hin zum Geier? Einfach zum nächsten Checkpunkt. Oh, und jetzt habe ich wieder das Problem, ich muss den Wagen wechseln. Oh, jetzt habe ich hier so ein kleines Äffchen. Oh, wow, 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 wow. Oh! Ach du je, der macht ja gar nichts. Da kann ich ja mit dem Fahrrad fahren. Oh. Hallo, ich kann hier... Stehen bleiben, ich wiederhole, sofort stehen bleiben! Aha! Das reicht aber noch. Ein Straßenbett wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Jawohl. Komm! Rein da! Wo bist du? Achso, du wechselst schon wieder die Kabel. Der war mir doch ein bisschen zu... Ah, geht weg! Der war mir doch ein bisschen zu langsam, Edelbär. Okay, 13 von 14. Los! Nein, kriege ich aber jetzt auch noch. Scheiße. Scheiße, irgendwie tippst du hier bei mir nicht mehr. Die steuert sich aber auch nicht gut. Aber, ich komme näher.
an mein Ziel. Jawohl. Upgrade. Sieg steht da. Ja, ich will eine Revanche. Ich will zumindest einmal gewinnen. Vielleicht, ich sage, es liegt auch daran, weil ich hier so auf den Tisch spielen muss. Weißt ja, du, da ja, habe ich nicht so viel geil Übersicht. Natürlich nicht. Ich glaube, es wäre völlig anders, wenn... So, ich mache jetzt mal ein Upgrade. Erhöht die Lebensdauer des Abfangwagens, erhöht die Stärke des SUV beim Rammen, ersetzt die Sporteinheit durch einen schwer gepanzerten Polizisten, schalte die Dampfrohre frei, die wie eine Annäherungsmine, oh, das ist gut, erhöht die WLAN-Reichweite ihres Helikopters. Also ich könnte entweder Dampfrohre wie Minen freischalten oder die Reichweite meines Helikopters. Ich benutze die Reichweite, weil ich habe gemerkt, dass viele Dinge... Lass den Heli mal da, wo er ist. Achso. Oh, was haben wir hier dann? Ersetzt das Scharfschützengewehr durch Bordschützen, die ganz stärker an, sehr gut. So. Eine neue Einladung kommt gleich. Irgendwie. Ich brauche ihn nicht. Ich habe hier wirklich noch. Nichts, wo ich mich sonst noch zur Wehr setzen könnte. Aber hey, du bezahlst, ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich verschließe nicht meinen Check. Aller guten Dinge. Sind drei. Jetzt muss es. Ich fühle mich sonst in meiner Gesetzeshüter-Ehre gekränkt. Ja, wie gesagt, es ist fummelig. Es ist tatsächlich ein bisschen anspruchsvoll, hier an dem Handy, an dem kleinen Display zu spielen. Weil du musst die Gegend im Auge behalten, du musst den Helikopter steuern und musst aber auch auf deine Polizeiwagen achten. Also, ich glaube, bisher das größte Hindernis für meine Polizeiwagen war ich bisher selber. Okay, das Auto ist jetzt nicht so unbedingt der Burner, glaube ich. Wo fährst du hin? Der Checkpoint ist doch... Nee. Aha, du hast auch verwechselt. Das ist schon richtig. Ich jetzt fahre. Ja, ja, ich sehe schon. Okay, wenn das so weitergeht, dann... aber wirklich voll umzingelt. Hier komme ich nicht mehr raus. Ja, es sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, ich habe eine schöne freie Schussbahn. Oh, du fährst weiter. Und ich fahre weiter. Das war jetzt das klassische Ablenken zum Manöver. Und jetzt nur noch Gas und weg. Oh. Ich habe hier komplett auch keine Items irgendwie, um dich mit irgendwas zu behindern. Ich würde tatsächlich mal ganz gern den Wagen wechseln. Du hast einen Polizeiwagen von mir zerstört! Ja. Du schieft. Hä? Ey, die rammen aber auch. Okay, hier ist ein komisches Zeichen auf dem Boden. Irgendwas bei dir passiert? Oh Mann, ey, die fahren sich aber auch nicht gut, die Autos. Alter, das ist nur noch ein Fetzen bei dir, Lebensenergie. Ja. Ein Fetzen. So, jetzt, bam, mach die nieder, mach die nieder! Killt ihn! Ja! Ich hab eh nur noch 20 Sekunden. Ja! Boah, da komme ich aber echt nicht mehr raus. Los!
Alter, wo hast du das Auto? Kaum hat er gefahren, die Tante. Yes, komm, komm, komm. Nee, da pack ich ihn mehr. Bis zum Checkpunkt. Verdammt. La 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 la. Und somit bin ich befördert worden zum Officer. Ich habe einen Stufenaufstieg, zwei glaube ich sogar. Nun gut.